Die Abbildung zeigt uns, wie wir 2 Drittel mal 4 Fünftel berechnen können. Dazu ergänzen wir zuerst die fehlenden Zahlen in der Abbildung und berechnen dann das Ergebnis. Wir sehen, 2 Drittel werden zuerst mal 4 gerechnet. Der Zähler wird also mit 4 multipliziert. Der Zähler 2 wird mit 4 multipliziert, der Nenner bleibt zuerst unverändert. Dann wird durch 5 dividiert. Eine Division durch 5 bedeutet eine Multiplikation des Nenners mit 5. Das heißt, 2 mal 4, der Nenner wird nun mit 5 multipliziert, durch 3 mal 5. Wir sehen also, der Zähler wird mit 4 multipliziert, der Nenner wird mit 5 multipliziert. Führen wir diese Rechnung nun auch durch. 2 Drittel wird zuerst mit 4 multipliziert und dann durch 5 dividiert. Das heißt, der Zähler wird mit 4 multipliziert und der Nenner wird mit 5 multipliziert. Das Ergebnis ist also 8 Fünfzehntel.